kein Blut mehr. Und keine Leiche. Eine andere Welt, Booker. Ein anderes Columbia. Ich schätze, ein toter Waffenschmied weniger wird nicht der einzige Unterschied sein. Chinlins Werkstatt. Nichts wie zurück. Kann sein, dass hier irgendwie alles ein bisschen farbenfroher aussieht. Ach du Scheiße. Scheiße, Alter. Fuck. Was eine Anstalt. Leute. Das kann man doch nicht. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern und erwarten, dass alles andere gleich bleibt. Finde den Voxcode. Da geht's raus. Einmal schnell durch. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Krank. Booker, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Wie tut sie sich? Was geht hier vor, Sandspark? Aus Lastmein Sicherheitschef wollen Sie vermutlich erfahren, wie diese beiden an ihren Männern vorbeikamen und was sie im Keller wollten. Auch den Weg gewiesen. Geh in Deckung. Wo? Jawohl. So. Daddy ist daheim. Schnauze. Genauso wenig. Wo sind wir das letzte Mal? Von da oben sind wir reingekommen, glaube ich. Huch, hier ist eine Bar. Ach, die war ja vorher auch da, ich Idiot. Ich denke die ganze Zeit, ich bin jetzt ganz woanders, aber ist das die gleiche Welt, nur anders aufgebaut. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns draußen erwartet. Und raus. Ah. Mann, ich brauche echt Gesprächsthema für das Let's Play. Tut mir wirklich leid, aber sagt mir mal irgendwie, was euch mal interessieren würde, weil ich habe echt keinen Plan. Das ist scheiße. Also hier hat sich nichts geändert. Oh, da ist zu. Was? Oh! Achso, ich dachte, das ist ein normales Geschütz. Oh nö. Gut. Boah, der musste immer noch nachladen.
Lade nach! Geh weg! Okay, das war ein Treffer. Oh. Hört doch auf. Der hielt sich. Oh ne, das sind zwei. Ich finde den Revolver voll geil. So. So, da oben. Ja, eher. Der hat gesessen. Da haben wir noch einen. So, und jetzt? Da. Wo? Schätze aus dem Job für Fink wird nichts. Kommst du darauf? Was meint sie? Oh. Kill the false shepherd. Töte den falschen Hirten. Oh oh. Was? Ich? Warum ich? Da konnten wir vorher nicht rein, ne? Ich glaube, da müssen wir jetzt rein. Ich gehe da jetzt einfach rein. Mir reicht's. Oh. Und wieder einmal weiß ich nicht, wo lang. Ganz große Klasse, Prophet. Ganz große Klasse. Ah! Hier lang. Immer noch nicht. Wo ist denn Elizabeth? Da ist er. Oh, ey. Ich mache hier irgendwie gerade. Ich weiß. Ey. Mann. Mach hier. Ich glaube, ich mache mal gerade eine gleiche Aufnahmepause. Aber ich bin fast fertig. Wo müssen wir denn hin? Huch! Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Nein, C, V. Dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, bezweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht. Ach ja, Alter. Du hast mir auch den Weg gewiesen. Psst, Ruhe. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen, keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Schnell hoch. Guck mal da, der Schrein. Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Der Prophet. Huch. Hey. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier, sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich. Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich. Kein Ort für Dummköpfe. Wollen Sie den Kopf verlieren? Mr. Lin. Unten. Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Verzeihung, Ma'am.
Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte. Ja, dann vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei. Hat alles mitgenommen und weggesperrt. Verwahrstelle in Shantytown. Och komm, ey. Lecken. Ah. Helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Ich will doch einfach nur ein MG, ein paar Pistolen. Mehr will ich doch nicht. Ma. Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Scheint in Mode zu sein. Shantytown, Shantytown. Ups. Hoppala. Wie konnte das denn passieren? Leck mich doch. Mann. Gehen wir alle auf den Sack. Ich brauche Urlaub. Schnauze. Ach, da hinten ist das. Da müssen wir hin. Huch, jetzt ist ja alles frei. Leck mich doch. So, Salz 100, Gesundheit. Munition für den guten Karabiner gleich mal auffüllen und den Revolver, den ich übrigens ein bisschen ins Herz geschlossen habe. Ich finde den geil. Teufelskuss, Krähenfalle. Sagen wir es mal machen. Erhöht den Schaden. Ne. Fügt Mini-Cluster hinzu für einen größeren Wirkungsbereich, um mehr Schaden hinzuzufügen. Ich glaube, das machen wir zuerst und dann das. Gut. Hebel? Hebel. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich... Sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Sunbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Gut, wir gehen da durch, aber das machen wir in der nächsten Folge. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.